Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kiba Supernova. Mein Name ist Flavo und heute gehen wir ganz gemütlich in ein ganz tolles Spiel mit dem Titel Try to Fall Asleep. Ein Spiel, wo es ja ums gemütliche Einschlafen geht. Ich glaube, etwas recht Stressfreies haben wir uns mal nach dem letzten Splatoon-Battles wirklich verdient und viele von euch werden sicher fragen, wann wird endlich mal wieder Ori weitergespielt? Kommt alles, keine Angst. So, wir starten mit der ersten Nacht. Okay, das war jetzt nicht so entspannend, aber los geht's. Geht's euch allen gut? Ja, ich hoffe doch sehr. Ne? So. Wir liegen im Bett. Schönes Zimmer. Also, na, wir müssen versuchen einzuschlafen. Und so viel wie ich das verstanden habe, haben wir einen Hirnschaden davongetragen durch einen Unfall oder ein Attentat oder durch Drogen oder sonst irgendwas und haben jetzt Halluzinationen. Wir müssen einschlafen, weil die Halluzinationen uns auch umbringen können. So wie ich das jetzt verstanden habe. Wir müssen Licht anmachen, um das Stresslevel niedrig zu halten. Und ja, wenn das Stresslevel zu hoch wird, dann macht es warm und wir sind tot. Das klingt jetzt nicht so entspannt. Traue diesem komischen Zimmer nicht. Und warum haben wir einen Roboter da auf der Nachttisch, dem Nachttisch stehen? Ja, ein bisschen Fernsehen gucken. Zu. Ich sehe da etwas. Sehe da etwas. Wenn die Augen geschlossen halten, sieht man etwas. Was ist das? Was? Was war das? Boah. Habt ihr das auch gehört? Sind das bloß Schatten oder ist da was? Dann machen die Augen zu. Und zu, alles gut. Ja, Licht an ist immer gut. Aber das Blöde bei diesem Spiel ist, wenn man das Licht zu lange anlässt, geht das Licht kaputt, was sehr realistisch ist. Ne? Eine Glühbirne, die brennt ja durch, wenn sie länger wie ein paar Sekunden an ist. So, Augen wieder zu. Alles gut. Stresspegel ist bei null. Besten unter die Bettdecke. Oh. What the? Ach, das ist der Mond. Uff, der Mond war das nur. So ein bisschen sind wir schon vom Einschlafen. Aber wenn wir so krank sind, warum haben wir dann keine Medikamente? Läuft noch mal im Fernsehen. Ich traue ab dieser Tür da auf der Seite nicht. Monster, die im Wandschrank sitzen und einem dann angucken in der Nacht, im Dunkeln oder sogar unterm Bett sitzen. Schnell unter die Kuscheldecke.
Monster. Ich habe doch nichts getan. Ich traue diesem Wandschrank nicht. What the fuck? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Die Augen zu, ich mag nicht hingucken. Ist es weg? Schreibt in die Kommentare, ob es weg ist. Ich mache die Augen zu. Uff. Was? Was? What the shooto? Der Fernseher ist wohl alleine auf angegangen und. Okay, Augen zu. Schön schlafen. Was ist mit unserer Fensterscheibe los? Warum sind die so dreckig? Oh Gott. Das sind alles nur Halluzinationen. Das ist alles nicht echt. Das ist alles nicht echt. Alles nicht echt. Und es ist nur ein Spiel. Ja. Schön Augen zumachen und schön einschlafen. Boah! Was ist das? Was steht da vor dem Fenster? Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Ist es weg? Ist es weg? Das war's wohl mit dem angekündigten Horror-Stream. Oh. Ich bin einfach nicht stark für sowas. Oh, der Stresspegel ist sehr, 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 sehr hoch. Das heißt, es ist ein Monster da. Irgendwo. Aber wo? Licht an, Licht an. Ja, Licht an ist gut. Warum schlafen wir nicht einfach bei einem eingeschaltetem Licht? Das geht doch auch. Kinder haben doch auch so ein Nachtlicht zu Hause. Ja? Stresspegel ist wieder oben. Geh weg, du Monster, geh weg, geh weg, geh weg. Und der Mond ist gewandert. Schöner Vollmond. Ich liebe ja den Vollmond, ja. Aber hier sieht es trotzdem irgendwie gruselig aus. Unter die Decke. Ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Ich mach die Augen zu. Ist es weg? Ist es weg? Das ist ja noch schlimmer als Disconnected, wo wir uns mit Anna verabredet haben. Wisst ihr noch? Zwei Uhr morgens oder 2 Uhr in der Nacht. Ja, ganz normale Uhrzeit für Longtime Gamer, wo die ganze Nacht bei Uno oder so rumhängen, ja. Aber wenn man schlafen will und hat Halluzinationen von irgendwelchen Monstern, ah, Licht an ist gut. Wir schlafen ja fast. Mal gucken, was für ein Traum uns dann erwartet. Ein Albtraum? Oh, habt ihr die Hände gesehen? Warum ist der Stresspegel so hoch? Das Monster ist doch gar nicht da. Oder es ist doch da. Vielleicht steht es ja in der Tür. Ich traue mich ja nicht an die Tür anzugucken. Jetzt ist sogar mein Bild eingefroren. Bitte einschlafen. Bitte jetzt schnell einschlafen. Schnell einschlafen. Es sei denn, es erwarten uns auch Alp. Uff, gut. Wir sind eingeschlafen. Wir sind eingeschlafen. Oh, meine Güte. Ich bin ganz ehrlich. Ich stehe dieses Spiel nicht durch. Oder es ist erst der Anfang. Ich habe so Herzflattern und oh, ich
Irgendjemand muss mich jetzt aufmuntern. Ach, was ist mitten in der Nacht? Mal gucken, wer ist gerade. Ist Unge noch online? Ist Unge noch online? Das ist schon mitten in der Nacht. Mal gucken. Ja, oh, ja, er ist da. Er ist da. Ich schalte mich mal, ich klinge mich mal rein und gehe mit Kipps Account in den Unge-Chat. Mal gucken. Gerade aus einem Albtraum aufgewacht. Oh, bitte Leute, helft mir. Ah. Was ich geträumt habe, Emily. Ich kann jetzt nicht das direkt sagen, aber ich schreibe am besten rein, was ich wirklich geträumt habe. Also Ich schreibe es rein. So. wenn jetzt nicht diese Karte kommt. Ja, scheiße, können wir auch neu machen. Hoffentlich sehe ich das. Ich war im Wald unterwegs, fand ein blasses Haus. Als ich es anschauen wollte, hat irgendwas meinen Hals zerdrückt. Jetzt schaue ich Wissen, um wieder zu beruhigen am Handy. Gib Supernova. Man kennt. Immer wenn der Hals zurück ist, guck erstmal ein bisschen Cheers zum Runterkommen. Ja, jetzt geht mir es viel besser. Oh, jetzt geht mir es wieder viel besser. Meine Güte. Was war das bloß für eine Nacht? Ich glaube, für einen Nightstream eignet sich kein Horror. Ich stehe das nicht durch. Ich werde wieder Ori spielen. Oder Splatoon. Oder Ninjala. Oder Tetris. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr bis hierher geguckt habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Das ist euer Problem, nicht meins. Ich habe jedenfalls genug für heute und habe genug Angstschweiß rausgeschwitzt. Das nächste Mal gibt es wieder Splatoon oder irgendetwas Buntes und Lustiges. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.